Endlich Schnee. Ich denke nicht, dass das ein Bug ist. Ich denke mal, du musst da später zurückkehren. Oder hast du vielleicht noch wegen den Häusern offene Nebensachen, die du machen kannst. You have come far, Spirit Guide. But what is it that you truly seek? What are you hiding? Why are you here? Feel your true intent. You pretend to care for these spirits, but really, you only serve yourself. You cannot hide your weakness from me. Dad is gone. Can you help me find him? Don't worry. We can look for him together. This is his staff. He can't get home without it. Can you carry it for me? Take it slow. You've traveled a great distance. Crossing over is no easy task.
Toshi's spirit was different, stronger than the others. He was able to push me from his memories. Toshi wields an untamed power, but that is not why you failed. Corrupt spirits feed on the conflicts within ourselves. My father told me stories of the Sacred Mountain Shrine and its connection to the spirit realm. After I lost him, I set out to find the shrine, hoping it would make me a better spirit guide. I've always known he was gone, but I thought if I could help enough spirits find peace, he would see me and be proud. Many spirit guides have come before you, but they have all failed. Your father would be proud of who you've become. Toshi could not accept the fate of our village. He destroyed a sacred creature and broke the natural cycle of the land. It seems Toshi has hidden his relics in the spirit realm. You will need to cross over to search for them. Look for gateways in the village. Dash through them to reach the spirit realm. Jetzt haben wir gelernt, ins Geisterreich zu gehen. Juhu, endlich können wir ein kleines Stück weiter ausweichen, theoretisch. Aber das ist schon cool. Also die ganzen Ideen sind schon richtig gut, ey. Okay. Ich wurde gerade von einem Gegner einmal geschlagen und war tot. Ich denke mal, durch den muss ich mit dem Geistersprint durch und dann manifestiert er sich. Ah nee. Besiege alle Feinde ohne getroffen zu werden, das ist der Trick der Kiste. Naja, Trick ist relativ. Erzähl doch nicht. Gerade weg. So eine Kiste ist übrigens eine doofe Idee.
wollte jetzt kein Risiko eingehen. Die Fähigkeit gefällt mir nicht. Bin ich hier? Okay, Räucherstäbchenwanne. Oh mein Gott, ihr seid so viele. Nee, hiermit kann es nichts zu tun haben. Hier unten muss was stehen. Da muss die hin. Ihr schafft das. Möchte ich da durch? Tja, aber es ist ein Geisterreich ist jetzt, weiß nicht, ob das der richtige Weg ist oder der richtige Weg da hinten das ist. Das sieht mehr nach dem richtigen Weg aus. Dann war es hinten was Optionales.
Schön, schön. Übrigens total gut, dass es eine weitere Fähigkeit gibt, die man mit Tastenkombinationen macht, dass man sich mehr verklicken kann. Ist ja genau mein Style. Hab dich gesehen! Ah, Hund, dass du immer einfach aufstehst, ne? Entschuldigung, ich muss mal mit dem Hund meckern, der einfach von meinem Schoß gerade aufstehen will. Heier machen, Dicker. Nicht hinterm Rechner. Ach, ist doch egal. Hund legt sich hinterm Rechner, damit der Lüfter Hundehaare in den Rechner ansaugen kann. Ich sehe schon, wie der erste Klugscheißer sagt, die Ansauger sind vorne, nicht hinten. Noch gerettet. Ach du Scheiße. Jetzt warte ich eben. Ich muss die nacheinander rausspringen, damit ich da hochlaufen kann. Ja, natürlich, super. Ich habe nicht gedacht, dass ich so viel Zeit habe.
Okay, ich weiß, warum ich so viel Zeit habe. Und jetzt? Blume. Kann nicht sein. Ah. Meine Frusttoleranz ist leider ein bisschen gering jetzt im Moment. Vor allem, wenn das Spiel meint, ich soll auf 5 cm Platz irgendwie Kämpfe machen. Erzähl doch nicht, ey. Muss mal eben einmal Gas geben bei den anderen beiden. Eine kleine Trickserei, die mir relativ spät aufgefallen ist, wenn du den Gegner anvisierst, auto-aimt der so ein bisschen in die Richtung. Beziehungsweise, wenn du den Ball wirfst,
die Explosionsball trifft er den auf jeden Fall. Außer der weicht halt gerade aus, der Feind. Da muss man nicht mehr selbst anvisieren. This could have been Zaju's workshop. These tools look like the ones he carries. Oh, ich finde meine Erinnerung. Okay. Ja, war richtig, glaube ich. Die Räucherschale dahin. Habe ich Bock auf Karneval, wenn ich die mit den Hüten die ganze Zeit da rumrennen sehe. Da habe ich schon ewig keinen Karneval mehr gefeiert, weil ich ja keinen Alkohol trinke. Das war sie nicht viel. Nee, nee, nee. Das bleibt schön da stehen. Aber irgendwie... Unterscheiden die sich in irgendwas? Ach so. Ah, die Töpfe gehören woanders hin. Kannst aber nur durch die Maske sehen. Der Topf gehört hier rüber. Ich habe genau alle Töpfe falsch gesetzt, ey. War klar, lass den anderen fallen. Naja.
Macht ja schon Sinn. Sonst kommt es mit dem... Sonst wird diese... das Gameplay nicht funktionieren. So, ich denke mal, jetzt kommt der richtige Kampf dann. Und nicht nur drei billige Gegner. Sonst gibt es nämlich hier nicht zwei Punkte zum Wiederauffüllen. Toll.
Nein! Ah, kann doch nicht wahr sein, ey. Ich muss pinkeln.